Rondo Lusatia tanzt im Forsterhof. Am Samstag lud der Forsterhof zu einer Zeitreise ins Mittelalter ein. Er bildete nämlich die besonders schöne Kulisse für den Tanzworkshop des historischen Tanz- und Musikvereins Rondo Lusatia. Die Mitglieder von Rondo Lusatia widmen sich mit viel Liebe zum Detail der Bewahrung und Pflege von Musik und Tänzen aus dem Mittelalter und der Renaissance. Sie legen dabei großen Wert auf Authentizität, was sich auch in ihrer Kleidung ausdrückt. Die handgeschneiderten Gewandungen sind historischen Gemälden jener Zeit nachempfunden. Unter Anleitung von Leopold Nepomuk, Edler von Clement, alias Steffen Roller aus Torgau, selbst Mitglied bei den Torgauer Renaissance-Tänzern und Dozent für Tanzkurse an der Volkshochschule Nordsachsen, wurden am Samstag neue Schrittfolgen und Tänze eingeübt. Historische Notenliteratur und Tanzbeschreibungen überlieferten diese bis in unsere heutige Zeit. Kreis-, Gassen- oder Square-Tänze sorgten im Mittelalter und in der Renaissance mit ihren simplen oder auch teilweise sehr anspruchsvollen Schrittfolgen und Tanzfiguren für Vergnügen, Freude und Ausgelassenheit. Wer sich körperlich viel bewegt, der muss sich auch entsprechend stärken. Die Küche des Forsterhofs servierte ganz nach dem Geschmack der erlauchten Gäste gar leckere Gaumenfreuden. Am Abend dann erfreute Countertenor David Vogel die Teilnehmer des Tanzworkshops mit herrlichem Gesang. Und natürlich demonstrierten die Tänzerinnen und Tänzer, begleitet von typischer Live-Musik, später, was sie am Tage Neues gelernt hatten. Der nächste Tanzworkshop von Rondo Lusatia findet übrigens am 16. November ab 14 Uhr im Hornower Krug statt. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.